eigentlich ganz klar wurde aus diesem ganzen Projekt, ist, dass fast jede einzelne Mordfantasien aus den Medien gespeist ist. Ja? Also das merkt man sofort, dass die Menschen, die da mitgemacht haben, dass die das entweder aus dem Fernsehen mal irgendwo, also es im Fernsehen mal gesehen haben, in den Nachrichten, in einem Spielfilm, im Kino, in Comics gelesen haben. Also das sind so viele Parallelen zu finden, das ist das Erstaunliche eigentlich. In meinen Arbeiten geht es darum, dass der Betrachter ihn beim ersten Blick das Ästhetische, das Schöne in das Ornamentale wahrnimmt und bei dem zweiten Blick er merkt, dass hinter dieser Schöne was anderes sich auch verbirgt. Ich habe mich damals vor allem mit dem Hollywood-Kino und der Darstellung von Krieg und Töten im Hollywood-Kino auseinandergesetzt. Und insbesondere eigentlich, als ich im November 2001 im Kino war und den Ridley Scott-Film Black Hawk Down gesehen habe. Der Titel der Arbeit, Still Man Out, der ist auch ein Zitat aus Black Hawk Down. Und das war eigentlich der Anfang. Obwohl sie oft auch natürlich kritische Botschaften haben, findet aber etwas anderes statt. Ein großes Spektakel des Krieges, welches auf der einen Seite was Heroisierendes ist, aber auf der anderen Seite eben auch was unglaublich Ästhetisiertes darstellt. Wir glauben ganz oft, wir könnten Täter erkennen. Und das ist einfach medial bei uns geprägt, dass uns zum Beispiel, wenn man sich in Hollywood-Filmen alte Western anschaut, man sieht sofort, wer jetzt im Film der Bösewicht sein wird. Ja.